Ich habe ein wenig meine Ohren geöffnet und mit Leuten gesprochen. Und vielleicht habe ich da eine Möglichkeit, etwas herauszufinden über Himmelsbisons. Über einen Himmelsbison? Mhm. Bitte? Über einen Himmelsbison? Über das, was wir Ja, ein Himmelsbison, ja. Das klingt doch super. Wo ich will keine Versprechungen machen, aber leider ist diese Information nur für eine kleine Bezahlung zu bekommen. Eine Information für eine Bezahlung? Ja, die Menschen hier in Taku sind leider sehr geschäftstüchtig und für sie hat alles einen Wert. Sie wollen alles verkaufen und handeln und so. Es ist eine Art Tradition der Stadt, versteht schon, Kultur. Die Tradition der Stadt möchte ich natürlich ehren. Genau, deswegen nennt er eine kleine Summe, die er braucht. Wenn ich die Summe noch habe, würde ich sie ihm einfach geben. Das heißt, du gibst ihm die Summe. Er steckt sie ein und sagt, ich werde mich dann wieder melden. Ich komme hier zurück und finde euch, keine Sorge. Und du siehst, wie er so pfeifend und flötend den Gang hinuntergeht. Ich gehe dann sehr aufgeregt zu Shi und Risu. Sind wir schon direkt nebenan, oder? Ja, klar, sicher. So, und dann klopfe ich da. Shi steht auf und macht die Tür auf. Großartige Neuigkeiten. Unser Fremdenführer hat einen Hinweis gefunden. Auf diesem Gesamtel. Ich habe ihm das Geld gegeben, damit er die Informationen kaufen kann. Das ist hier so Tradition in Taku. Wie, dass die Informationen kaufen? Hier handelt man wohl mit Informationen. Das ist die Tradition der Stadt. Aber woher weiß er, dass die Information hilft? Also, sie? Du hast ihm Geld gegeben für Informationen und er ist wieder gegangen, ohne die Information mit dir zu teilen? Ne, er muss sie ja auch erst holen. Er hat dich gelegt. Los, hinterher. Also, sie blickt zu Risu ganz erwartungsvoll. Hinterher war kein Plan, sondern ein Befehl, Risu. Also ich weise noch mal, ich überlasse das Zaya. Wir wollen ja auch den ruhigen Weg. Glaub uns, wir kommen aus der Welt, in der sowas nicht gut geht. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Menschen, die Wahrscheinlichkeit, Geld gibt's, dass einfach, die gehen, ja. Dass er jetzt einfach das Geld nimmt und nicht wiederkommt oder noch einen Grund findet, um noch mehr Geld von dir zu wollen und am Ende kriegst du nichts, was dir hilft, aber dein Geld ist weg. Das ist sehr wahrscheinlich. Er hat mir die Tradition auch also gesagt, was sollen wir machen mit ihm? Verfolgen oder warten? Na, er hat gesagt, nur wenn er das nächste Mal wiederkommt? Wenn er das nächste Mal wiederkommt, würde ich mit ihm reden. Du glaubst doch nicht, dass er wiederkommt. Er hat doch gekriegt, was er will. Naja, wenn er jetzt davon ausgeht, dass er für jede Information nur noch mehr Geld verlangen kann, kommt er bestimmt wieder. Machst du jetzt einen auf Sai und redest die ganze Zeit oder machst du auch was? Och, glaub mir. Unser Reden wird er nicht vergessen. Seit wann so aggressiv? Wieso? Schon die ganze Zeit. Ich habe mich so lange jetzt zusammengerissen. Eben. Ich habe nicht mal die Bücherei auseinandergenommen. Es hat nichts gemacht. Ich habe niemandem wehgetan. Ich bin mit euch, mit diesem riesen Erdferkel durch die Gegend, habe mich abschlecken lassen. Jetzt sind wir hier und ich warne euch vor diesen Dieben und versuche trotzdem noch ruhig zu sein. Und ihr so, was denn los mit dir? Warum so aggressiv? Ja, du warst immer so ruhig und so verständnisvoll und hast Zaya getragen und dies, das. Ja, und irgendwann und ist auch mal gut. Einmal willst du... Ja, eben. Sind wir jetzt hinterher oder nicht? Wollt ihr jetzt hier warten, bis er nicht wiederkommt? Ich möchte kurz anmerken, dass die Luft im westlichen Lufttempel offensichtlich zur Beruhigung beiträgt. Zumindest bei Risu. Also, Zaya, sollen wir ihm folgen und schauen, ob die Informationen einfach am Schlopfe herbeigezogen sind oder warten wir, dass er wiederkommt? Deine Entscheidung.
Wieso mein ich? Vielleicht. Warum meine Entscheidung? Wir sind eine Gruppe. Weil du ihm das Geld gegeben hast und darauf. Wir können auch abstimmen, aber dann weiß ich, was wir jetzt machen. Wir stimmen ab, wie immer. Wir brechen ihm die Kneipe, wir folgen ihm. Also, die Kani pennt noch. Was? Naja. Hä? Okay, die ist dann doch ist 2-1, also gehen wir ihm hinterher, wecken Tikan. Ich bin ja nie aus dem Raum ausgegangen. Zaya ist durchgegangen. Okay, dann würde Shi tatsächlich zu dem Zimmer gehen von den beiden und die Kani wecken. Hä? Die Kani, auf geht's, wir müssen den Dude verfolgen, dem Zaya einfach das Geld gegeben hat. Dem Typ, wir haben doch dafür jetzt die dem Zimmer hier bekommen. Lass mich in Ruhe. Und was? Sie will einfach an deinem Arm ziehen. Okay, ich würde mich aber mitziehen lassen. Ich hinterfrag's nicht. Okay. Glaubt ihr nicht, dass der Dude irgendwie wieder auffindbar wäre? So, der hat ja auch sein Business hier. Da würde ja wohl nicht dies, das. Ist das nicht üblich? Doch, komplett verschlafen. Sie würde dich einfach hinterherziehen. Los, kommt! Ja, ich laufe zwar mit, aber ich will trotzdem so ein bisschen protestieren. So. Der schießt sich doch selber ins Bein, wenn er jetzt die Leute anlügt, die ihm Geld geben. Das spricht sie doch irgendwann rum. So. Wo Problem? Ich glaube, naja, diesen Menschen ist sowas egal. Richtig, wenn du Leute ausnimmst, die neu in der Stadt sind, die niemanden kennen. Wir waren offensichtlich neu in der Stadt, die niemanden kennen. Ja, das ist smart, das ist smart. Wir können ja erstmal mit ihm reden. Reden, richtig. Reden, ja. Okay, ihr wollt ihn verfolgen, aber ihr habt jetzt sowas wie eine Viertelstunde geredet. Wo geht ihr hin? Also im Gang ist er nicht mehr. Hm? Wir können Karu nehmen, der hat vielleicht noch seinen Geruch in der Nase. Hm, smart. Oh. Woran machst du den Geruch fest? Also was zeigst du ihm für... Ja. Und wir können doch bestimmt so ein bisschen kommunizieren, so, ne? Und sagen, hey, kann ich ihm so sagen, hey, der Typ, der uns so hergebracht hat, so, dies, das. Der Typ uns hergebracht. Moment. Ich bedeute ihm mit diesem langen Haar, der hat doch diesen Move gemacht, als er sich verbeugt hat und uns Hallo gesagt hat. Ich ja, ja, okay, du nachmachen kannst. Ja. Und ihm sagen, den suchen wir. War dieser Move eigentlich ein Franigo Self-Insert? Was? Nein. Das hätte ich ihm ja vorgemacht. Franigo gibt wieder an mit seinen Haaren. Ja, du kannst tatsächlich mit deinem Best Friend ein bisschen kommunizieren. Und Karu versteht das auch, verneigt sich auch vor dir, schüttelt sich so ein bisschen und beginnt dann diesen Korridor entlang zu laufen. Und ihr folgt nämlich an. Ich habe ja keine Ahnung, was passiert. Ich laufe einfach hinterher. Ja, alles klar. Ihr folgt Karu, der springt da die Treppen runter, vor der Tür raus. Leute schreien auf, als ihr einen Schneeleoparden-Karibu durch die Taverne rennt und stürzt ins Getümmel der Straßen und ihr lauft hinterher. Es ist nicht so ewig weit weg. So ein paar Straßen weiter ist so ein kleines... So ein Hof, da stehen so Tische drin, das ist so eine Teestube. Auch so ein paar Tische davor. In dieser Teestube sitzt Lu mit einigen anderen, unterhält sich und trinkt Tee und lacht. Willst du, also Tikani, willst du Karu dahin rennen lassen oder willst du sie den. Es ist ein R oder sie eigentlich R, ne? Ein R, ja. Ja. Willst du ihn vorher aufhalten? Was heißt hinrennen lassen? Doch, ich würde ihn machen lassen wahrscheinlich. Dann ja. Sprintet Karu dorthin. Über so einen Tisch drüber, Leute schreien auf, neben Ju und stößt ihn so mit den Pfoten an, dass der Stuhl umkippt und Ju auf den Boden fällt und stellt sich dann so auf Ju drauf auf die Brust mit so einer Pranke auf der Brust und guckt so zu ihm runter. Stell mich daneben und guck. Oh, braves Tierchen, braves Tierchen. Ist er das? Das war er, oder? Ich schaue so in die Gruppe. Sieht ganz so aus wie er. Kann Ju euch helfen? Ich lächle ihn ganz entschuldigend Ju an. Könnte uns die Informationen geben, die Ju
besorgen wollte für das Geld, was sie Ju gegeben hat. Aber Ju hat doch gesagt, dass es einen Augenblick dauert. Das Geld muss ja erstmal eingesetzt werden und die Ohren erreichen und so. Wir begleiten dich gerne. Ja, wir sind deine neuen Freunde. Solange du unser Geld hast, sind wir bei dir. Bis wir die Informationen haben, die wir brauchen. Wenn ihr... dann... trägt doch einen Tee mit Ju. Oh, ich liebe Tee. Und Ju zahlt? Bestimmt, oder? Ich meine, Ju kennt doch jeden. Also kennt Ju doch bestimmt auch den Besitzer oder die Besitzerin dieses Lokals. Oder? Ju kümmert sich drum. Sehr gut. Aber... lass mich hören, nicht, dass nachher die Rechnung auf unserer Kappe landet, okay? Ich werde dir sehr nah sein, bis wir die Informationen haben. Ihr wollt einen Tee mit einem Unbekannten trinken und wisst nicht, ob er uns vergiften will oder... Deswegen werde ich sehr nah vergiften? Du ist jetzt mein neuer bester Freund. Ich setze mich einfach hin. Ja, die anderen, die am Tisch saßen, bewegen sich auch von euch weg nach diesem ganzen Getue. Und es kommt auch ein älterer Herr heraus, der... wem gehört dieses Tier? Ich zeige auf Tikani. Muss das nicht an die Leine, wie das sich hier benimmt? Leine? Habt ihr keine Kontrolle über ein Tier? Was ist das für eine unhöfliche... macht man das so bei euch zu Hause? Lässt man da alle Tiere einfach... zu Hause, ja? Und ich zück meinen Speer. Raus aus meinem Teehaus. Ja, ist ja schon in Ordnung. Ich nehme Caro und gehe raus. Der weiß dich nicht zu schätzen, Caro. Du bist großartig. Und dann gibt er den Rest von euch an. Wir warten. Unser Freund wollte gerade etwas bestellen. Einmal Jasmin. Ju kreiselt so langsam wieder aus dem Staub hoch, klopft sich so ein bisschen ab, verneigt sich und sagt einfach: Onkelchen, verzeiht, Sie sind fremd hier, Sie kennen unsere Gebräuche und Traditionen nicht. Und es ist nur ein kleines Missverständnis. Bringt eine Kanne Tee heraus, Jasmin, und wir setzen uns hin und wir werden ein wenig plauschen und danach werden wir uns alle viel besser kennen und verstehen. Der alte Teehausbesitzer wirft so einen Blick rüber und zeigt dann auf die Kanne und sagt: Aber sie nicht! Du hast ja Hausverbot! Aber warum? Bin ich nicht schon draußen? Wird schon draußen, ja. Ich schaue mit ganz großen Augen rum. An. Warum? Ihr Tier hat den Stuhl umgeworfen. Jemand hätte verletzt werden können. Das kann man doch nicht zulassen, dass Leute sich so benehmen. Aber sie hat sich doch entschuldigt. Sie hat sich kein bisschen entschuldigt. Im Gegenteil. Naja, ohne Worte halt. Das ist ihre Art. Dass ich gegangen bin, war die Entschuldigung. Sonst wäre das ausgeartet. Jetzt Zaya versteht schon, dass du sie nicht angegriffen hast, war quasi Entschuldigung. Zaya kennt Tikani auch gut. Dann stellt er sich vor Zaya, zeigt sie an dir vorbei und sagt: Du hast auch Hausverbot. Was habe ich denn getan? Aber ich dachte, wo Tee serviert wird, kommen die Menschen zusammen. Ja, und nicht mit Tieren, die sie anspringen. Ich bin doch kein Tier. Und da du das nicht verstehst und deine Freunde da draußen verteidigst, kann ich nicht davon ausgehen, dass du nicht Unsinn machst. Also hinaus jetzt, Kind. Ihr wisst schon, dass ihr hier gerade mit einer Meisterin sprecht, aus dem Lufttempel. Eine Meisterin. Und wo sind ihre Tattoos? Ja, wir müssen vielleicht die Welt retten. Das ist vielleicht wichtiger als ein Tattoo. Ganz dünnes Eis. Ich gehe. Kommst du zu mir? Ju setzt sich so an den Tisch mit der Hand so ein bisschen, erst so kurz mit den Augen und dann ja.
Chi würde gucken, ob sie was aus seiner Tasche zocken kann. Hast du da irgendwas Spezifisches im Sinne von... Vielleicht hat er einen kleinen Teelöffel dabei oder so. Würfel doch mal Creativity. 8. 8. Also tatsächlich ziehst du ihm aus der Tasche so ein kleines Band mit so Holzperlchen dran, also so kleinen Holzperlen. Allerdings siehst du, dass er runterkommt, das bemerkt, aber dann einen Blick auf Riso wirft und nichts sagt. Warte mal, er hat bemerkt, dass sie ihn beklaut hat, dann guckt er mich an und sagt dann nichts? Ja. Wen hast du jetzt beklaut, den Onkel oder den Also Ju, dachte ich. Den, der die ganze Zeit so frech ist und Widerworte gibt und die Leute uns rausschmeißt. Ja. Ach, du willst den Onkel beklauen? Ach so, ich dachte, du willst den Ju beklauen. Ach so, den Onkel. Ja, kannst dem Onkelchen kannst du irgendwie ein paar Münzertasche klauen. Ja, gewürfelt habe ich ja schon. Ja. Ich nehme das, was er in der Tasche hat, ja. Für mich besser. Bekomme ich das mit? Du, ja, bei einer 8 bekommst du das mit. Okay. Ich gehe rüber zu Schi und sage, Schi, ich weiß, die hast du gerade rausgenommen. Kannst du mir die mal geben? Die Münzen. Wieso? Ich will ihn bestechen mit seinem eigenen Geld, dass die anderen wieder rein dürfen. Das klingt lustig. Und Schi gibt ihm das Geld. Ja. Dann gehe ich zu dem Onkel und sage, Onkel, okay, ich sehe, wir haben ja ein Missverständnis. Und ich bin mir sicher, dass diese Münzen dieses Missverständnis schnell aufklären könnten. Es sollte reichen, um die eventuellen Kratzer an dem Tisch und dieses aufgeregte, diese Situation zu entschuldigen. Ich werde dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Aber bei eurer Güte und eurer Größe werdet ihr es sicher verstehen. Wäre doch mal Harmonie, bitte. Oh Gott, stimmt ja. You can do this. Oh, 9 plus 9. 1. Nee, Harmonie ist 2. Oh, 11. Okay. Er steckt die Münzen ein. Seufzt einmal sehr tief. Aber das Tier bleibt draußen. Okay, das Tier bleibt draußen. Tikani, Saya, ihr könnt wieder reinkommen. Ja, aber wie hieß das Tier nochmal? Karu. Karu. Karu müsste leider einmal kurz draußen an der Tür warten. Kein Thema, geht doch ruhig rein, Saya. Ich warte kurz. Ihr habt ja eh nicht lange zu besprechen. Wenn Karu nicht erwünscht, das bin ich auch nicht erwünscht. Jetzt bin ich verunsichert. Und ich stehe so neben ihm und streichel ihn so über den Kopf. Und er schnurrt einfach nur zufrieden. Bist du sicher, dass du Riso und Schi alleine mit ihm reden lassen möchtest? Ich rein. Okay, also Tikani und Karu warten draußen. Und ihr setzt euch an diesen Tisch, der zwischen nur noch ihr drei und Ju seid. Und wie gesagt, kurze Zeit später wird euch eine Kanne mit Jasmin-Tee und einige so kleine Becherchen auf den Tisch gestellt von Onkelchen. Also Ju bezahlt nichts. Natürlich. Ich nicke Onkelchen dankbar zu. Er grummelt und macht sich irgendwie die Hände an der Schürze sauber und wieder rein. Woher bekommen wir jetzt die Information? Ich nippe an meinem Tee. Von Ju. Sobald sie mich erreichen, gebe ich es an euch weiter. Wer sind Sie? Die Information. Die Information. Ja, das ist für uns alle 6. Stunde, ich weiß. Und die kommen dir
irgendwann zugeflogen. Worauf wartest du? Ich habe meine Fühler ausgestreckt und irgendwann kommt es zurück. Es kommt immer zurück. Irgendwann. Ich dachte, du hast schon mit irgendjemandem geredet, der irgendwas weiß. Sobald wie möglich, ja. Wie so bald wie möglich? Kommen Informationen bei mir an. Hast du Sie sollen ja auch umfassend und korrekt sein und nicht irgendwie hastig dahergesprochen, nicht wahr? Deswegen, aber wenn du Saya erzählt hast, du weißt bereits, wer Informationen hat, warum willst du da warten? Es ist gut möglich, dass ich Informationen über Himmelsbisons besorgen sie kann. Sie guckt Saya auffordernd an, ungläubig. Was er sagt. Du hast ihn dafür bezahlt, dass er vielleicht irgendwann Informationen erhält. Und für diese eventuellen Informationen hast du ihn schon bezahlt? Nicht mich. So, nimm kein Geld dafür. Wo ist denn das Geld, was Zaya dir gegeben hat? Das habe ich ausgestreut und ausgesetzt, damit Leute, die was gesehen haben, eine Motivation haben, mit mir zu sprechen. Aber welche Motivation sollten sie haben, wenn sie doch jetzt schon das Geld haben? Die Hoffnung auf mehr, mein Freund. Das ist die Tradition hier. Ich nicke und trinke meinen Tee. Er stößt mit die Hand und trinkt auch. Du hast nicht noch mehr. Ich habe noch mehr. Ich habe nicht alles ausgegeben. Was denkt ihr denn von mir? Naja, ich habe ein bisschen gestreut. Im Moment denken wir, dass du unser Geld ausgegeben hast, noch keine Informationen hast und wahrscheinlich noch mehr möchtest. Und eventuell da, wo ich herkomme, machen das auch sehr häufig Betrüger. Also. Ja, ich habe gehört, dass die Feuer Nation voller Betrüger ist, das stimmt. Sehr vorsichtig an dieser Stelle, sehr vorsichtig. Ich würde einmal mit dem Finger schnippen und so ein bisschen Wand in die Nähe seines Kopfes bewegen, nur dass er das sehen kann. Dass Wand. Sie das tun kann. Ja, ein Stück Wand halt. Wir sind in dem Haus drinnen. Ja, einfach nur ein Stückchen. Also nur, dass er sieht, wozu wir in der Lage sind. So ein bisschen kann. Droheffekt, nicht wirklich. Ganz kleinen Magma-Stern, Lava-Stern aus dem Boden aufsteigen. Richtig. Weißt du, wir sind ja jetzt zu Gast hier in der Tee-Taverne deines Onkels, oder? Das ist nicht mein Onkel. Aber du nennst ihn Onkel. Wir alle nennen ihn Onkelchen. Das ist eine Bezeichnung, die man eine Ehrbezeichnung. Kennt ihr das nicht, dass man Onkelchen? Kennt ihr das nicht? Onkelchen! Oh, Onkelchen! Er steckt seinen Kopf aus dem Fenster, ja. Nennt man euch Onkelchen oder seid ihr der Onkel von diesem jungen Herren? Du bist nicht mein Neffe. Wir sind hier nicht alle verwandt. Ja. Ich würde das mit dem Felsen actually echt gern tun. So, ein Stückchen. Ja, das ist kein Problem. Sowas kannst du ohne zu würfeln einfach machen. Also Kleinkram muss man nicht würfeln. Du kannst so ganz leicht, um zu zeigen, dass du Erdbändigen kannst, kein Problem. Motiviert dich das ein bisschen mehr? Was wollt ihr von dem armen Kerl? Ich habe das Gefühl, dass es ein großes Missverständnis ist, das sich hier entwickelt hat. Und ich würde das gerne aus der Welt räumen. Aber dafür müsste ich verstehen, was ihr denn glaubt, weil was denkt ihr denn? Dass du uns die Informationen nicht geben kannst und trotzdem das Geld einbehältst. Ich werde euch alle Informationen geben, die wir haben. Wenn es etwas gibt, dann werde ich davon erfahren. Wenn es etwas gibt. Nun, ich kann euch wahrscheinlich keine Informationen über das geben, das nicht geschehen ist. Ich meine natürlich schon, wenn ihr das wünscht, kann ich euch Dinge erzählen, Katerchen. Aber Ju ist ein ehrlicher Mann. Ju würde euch nicht anlügen. Ich bin sicher, dass wenn etwas geschehen ist, werde ich euch darüber bald Informationen geben können. Saya, ich glaube, dein Geld ist verloren. Warum denn? Können wir uns irgendwie darum kümmern, dass wir irgendwo anders Informationen herbekommen?
Wir können auch selbst uns auf die Suche begeben, natürlich. Aber ich glaube an ihn. Ja, stell dir zu und sagt, ich würde doch niemals so freundliche und großzügige Gäste unserer wunderschönen Stadt anlügen. Ich weiß seine Gastfreundschaft und Ehrlichkeit sehr zu schätzen. Ich traue ihm kein Stück. Ich möchte ihm so sehr gerade wehtun. Er hat aber dir gar ich kann nicht. Für den Fall, dass er uns betrügt, präventive disziplinarische Maßnahmen einfach. Ich traue dir wirklich kein Stück. Ey, im Grunde hat er schon betrogen, wenn du so willst. Ja, vor allen Dingen, er kann einfach sagen, oh nee, tut mir leid, ich habe keine Informationen gekriegt, aber ich habe euch gesagt, wenn es welche gibt, dann gebe ich sie, aber es gibt keine. Ja, es aber wenn ihr mehr Geld gibt, dann vielleicht. Das ist wie so ein Glücksspielautomat, wirklich. Aber es nutzt halt auch nichts, mit dem zu reden, weil dann kommt halt nicht viel mehr Sinnvolles rum. Ja, ich finde den voll nett. Ich glaube, in dem Moment würde Tikani mit dem Speer so gegen die Wand hauen. Habt ihr es dann bald? Ja, Shi würde einfach aufstehen und rausgehen. Ich trinke den Tee noch fertig und dann nicke ich ihm zu und verabschiede mich bei Onkelchen und dann... Also er würde sich auch verneigen und sagen, wenn du etwas hört, kommt Ju zurück in eure Unterkunft und wird alles berichten. Dankeschön. Ich bin guter Dinge. Ich auch. Und er leuchtet so ein bisschen vor und sagt, deine Freunde und dein Freund vor allen Dingen sind sehr angespannt. Es gibt Orte in der Stadt, wo man ein bisschen sich entspannen kann. Für ein paar Goldmünzen sage ich dir auch welche. Wo denn? Mein Cousin betreibt ein Badehaus. Oh, ein Badehaus. Shi mag leider so gar keine Badehäuser. Aber vielleicht dieser Risu? Angespannte, feurige. Sei vorsichtig, welche Worte. Er redet nur mit Zaya. Deine letzten Sachen. Er redet mit Zaya, hat sie ein bisschen, der ist ja zurückgeblieben, du bist ein bisschen weiter weg. So ganz unter uns, ich glaube, kein Wasserbad der Welt kann Risu abkühlen. Ja, naja, wir werden uns auf jeden Fall bald wiedersehen. Er verneigt sich wieder und bringt den Tee hinein, also die Teekanne, also den Krug wieder hinein und geht dann pfeifend in die Stadt und verschwindet so in der Menge. Ich drehe mich zu den anderen um. Das war doch ein nettes Gespräch. Ja. Manche Dinge ändern sich nie, sagt Shi und grummelt in sich rein. Es ist schon relativ spät, so am Abend. Das heißt, ihr habt also nichts herausgefunden? Noch nicht, aber sobald er etwas herausfindet, erfahren wir es als erstes. Das klingt ja großartig. Das heißt, was machen wir jetzt den Abend in unserem Zimmer Stadt? Oder bei... hallo, wir sind in der Großstadt, Risu. Lass uns doch mal was erleben. Sagt die Frau, die als erstes schlafen gelegt hat. Richtig, ich bin jetzt genau. Ja, sagen wir mal so. Also wir sind etwa 2 Stunden in dieser Stadt und haben die Hälfte unseres Geldes schon ausgegeben. Also. Man muss ja nicht unbedingt was machen, was Geld kostet. Ich denke, wir sollten. Wo gibt es denn noch Leute, die Infos haben? Was Shi sagt, wir sollten uns auf unsere Aufgabe fokussieren. Na, aber wir können noch ein bisschen Walblubber trinken gehen. Tikani? Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Aber in der Regel plaudern Leute doch gerne, die Walblubber Intus haben. Vielleicht können wir beides kombinieren. Ich würde gerne etwas anderes probieren. Und ich setze mich einfach auf die dreckige Straße in den Lotussitz und meditiere, ob ich irgendwo dunkle Geisterenergie wahrnehme. Wirf mal Harmony. 10. Nein. Es fällt dir sehr schwer, an diesem Ort sich zu entspannen. Das war schon sehr geil. Oh, manchmal, weißt du. Ohne 10. Nö. Es fällt dir sehr schwer. Ich hab 16. Oh, nein. Es fällt dir sehr schwer, in eine Balance zu kommen. Und an diesem Ort ist auch die Geisterwelt sehr weit weg für dich.
Und bist ziemlich sicher, dass wenn du irgendwie Erfolg haben wollen würdest, müsstest du aus der Stadt raus. Okay, aber während ich da sitze, werfen mir Leute aus Mitleid Geld zu? Ja, das stimmt. Okay, ich mach die Augen wieder auf. Du hast auf deiner Robe so im Schoß so ein paar Geldmünzen liegen, so kleine Erdkönigreichmünzen. Ich nehme sie verwirrt und drücke sie Shi in die Hand. Shi nimmt es und steckt es ein. Ich konnte leider nichts finden. Hier ist es viel, viel zu laut und die Geisterwelt ist zu weit weg. Dachte ich mir. Also doch, Wahlblubber? Doch, Wahlblubber. Okay, Wahlblubber. Es gibt ein Hafenviertel am Fluss, da gibt es allerlei Getränke und Schenken und so weiter. Da könnt ihr euch hinsetzen und könnt versuchen, Dinge herauszufinden. Macht doch mal, einer von euch kann mal Creativity würfeln, könnt ihr aussuchen, wer das macht. Ich habe da nur eins mal. Hat irgendjemand einen höheren Wert? Ich habe zwei. Oh, bei einem Gläschen Wahlblubber, Mensch, da habe ich doch glatt eine 11. Eine 11, wunderbar. Also, du kriegst ziemlich schnell mit, dass dass du dich so ein bisschen umhörst, kriegst du mit, dass Ju, der nimmt Reisende aus. Sag ich's. Unser ominöser Freund ist durchaus ominös, Risu. Hast du das gewusst? Ja, ein bisschen. Ja, lauert halt, der lauert am Stadttor auf Leute, die aussehen wie Hillbillies, wie einfache Ziele und zieht ihnen dann so viel Geld aus den Taschen wie möglich. Der hat gedacht, er könnte uns abziehen. Saya. Ich bin noch zu verwirrt von, also ich habe das nicht gehört. Ich gucke mich so um, nicke freundlich Leuten zu, auch denen, die so richtig bedrohlich aussehen. So große Hafenarbeit, so richtig krimmig reinblicken, nicht so. Naja, den hätten wir schon wieder gefunden. Aber also, über Himmelsbisons hört ihr nichts. Habt ihr etwas herausgefunden? Nichts über die Bisons. Hey, Shi, willst du noch ein bisschen Rübensaft? Und ich würde dich mit zur Theke nehmen, wenn du mitgehst. Ja, absolut. Shi würde mit Sternchenaugen hinterhergehen, als du Rübensaft erwähnst und direkt von der Theke einen bestellen. Wir können doch jetzt... Ich würde dir so einen coolen Move zeigen. So, wie man den Krug richtig hebt, um dann quasi rückwärts zu trinken. Shi macht mit. Und versucht eine Riesensauerei aus Rübensaft und Wahlblubber überall. So macht man das am südlichen Nordpol. Also, ich bin sehr irritiert und sehr unsicher. Ja. Über also, wen wollten wir denn grundsätzlich jetzt etwas herausfinden hier? Also, wir müssen herausfinden, wo diejenigen sind, die die Schriftrollen gestohlen haben. Okay. Wir sind in einer Kneipe, ja? Ja. Mhm. Ja. Okay, ich steige auf den nächsten Tisch. Okay. 10 Goldstücke für eine richtige Information bezüglich eines fliegenden Bisons, was in den letzten Tagen hier gelandet ist. Risu, zeig uns dein Feuerschwert. Drachi, gehst du noch? Das ist ein seriöses Pen and Paper. Es ist nach 10. Ein bisschen betrunken. Kann man das bitte nacheinander schneiden, den Satz von gestern und das? Ja, bitte, ich bitte darum. So, deine Ankündigung wird sofort undermined durch die Kani. Alle nehmen dich nicht ernst und du hörst nur Feuer, Schwert, Feuer, Schwert, Feuer, Schwert. Ein Kunststück mit dem Feuerschwert für alle Informationen bezüglich des fliegenden Bisons. Dann würfel doch mal Fokus. Natürlich. Auf einmal haben alle so ein fliegendes Bison gesehen. So.
Da habe ich eine 9. Eine 9. Du ziehst das Feuerschwert, machst eine wilde Bewegung, stehst dann so da mit so einem, ne, nach diesem Effekt und was dir nicht auffällt, ist, an der rechten Seite hast du zwei Lampions in Brand gesetzt, die so vor sich hin brennen. Alle klatschen dir irgendwie zu und dann steigt so der Geruch von Feuer in die Nase. Weil so, ah, es brennt und. Kann ich das Feuer ausbändigen? Kannst ja mal einen Passionwurf machen. Ja, aber gerne doch. Eine 4. Also, du versuchst dieses Feuer zu kontrollieren, aber es entgleitet dir und stattdessen zündest du es mehr an und es gibt so ein Fumpgeräusch, als diese Flammen von Lampion zu Lampion überschlagen und alle Lampions in diesem Raum in Flammen stehen und an der Decke lecken, diese Flammen. Sie würde versuchen, mit Hilfe von Erde und Dreck Feuer zu löschen. Fokus bitte. Bitte, es gab gar keinen Endkampf. Wir sollten uns einfach heute nur gegenseitig wieder niedermachen. 8. Ja, du kannst einen Teil von denen löschen, aber ein anderer Teil wird halt von deinen Erdtreffern so ein bisschen zerfetzt und es fliegen halt so brennende Papierschnitzelchen überall rum. Tikani wird sich auf den Tisch schwingen, auf dem Riso gerade noch steht, und würde genau so theatralisch umherwirbeln und Walblubber bändigen. Und damit. Ist das nicht Alkohol? Ja, das ist mehr so Wein. Machst du da nicht quasi einen Molotow-Cocktail drin? Perfekt. Ich versuche mit Walblubber. Mach mal einen Fokuswurf, Tikani, bitte. Du spielst so wenig Survival Games, Nein. Oh, Tikani weiß, du, also. Ich habe vorher gewusst, dass das die letzte Folge ist, weißt du? Oh, aber guck mal, was ist Fokus? Fokus, ja. Ich habe eine 12. Ich mache dabei 12. einen Handstand. Perfekt, aus allen Bechern und Krügen spritzt aller Alkohol hoch in so Säulen nach oben an die Decke an diese Lampions. Es gibt einen Boom, als dieser Alkohol in Brand gesetzt wird und so eine Verpuffung an der Decke explodiert ist. Und die nächste Szene ist, wie vier ElementarbändigerInnen aus dieser Kneipe rausrennen mit so rauchenden Haaren und etwas weniger Augenbrauen, als sie vorher hatten, und fliehen, während hinter ihnen irgendwelche Leute hinterherrennen. Und ihr werdet so von einer Gruppe von Leuten, der Stammkneipe, das ist vor allem beim Weglaufen so mit Steinen und so weiter beworfen. Okay. Bist du jetzt zufrieden, Franigo? Die zweite Kneipe in Taku, bei der ihr quasi Hausverbot habt. An einem Tag, nicht schlecht. Der gute Wahlblubbermensch. Ja. Und was machen wir jetzt? Ich könnte zurück versuchen zu. Es ist inzwischen relativ spät in der Nacht. Schlafen? Schlafen gehen, gute Idee, bevor wir noch irgendetwas anzünden. Wir, vor allen Dingen wir. Ja. Schlafen. Okay. Ja, also einige von euch sind auch ziemlich betrunken, das heißt. Auch der Rübensaft hatte übrigens Alkohol. Oh lol. Eine. Das ist funny. Und ja, es war so ein Rübenschnaps halt, und ihr geht ins Bett und schlaft. Und am nächsten Morgen, Zaya, du bist natürlich, du hast keinen Alkohol getrunken, du bist relativ fit, du warst früh auf, du meditierst, und wenn du meditierst. Ich setze mich oben aufs Dach zum Meditieren. Du setzt dich aufs Dach, dann bist du sehen, okay, während du meditierst, irgendwann hörst du so ein Zaya, hallo! Oh, hallo? Ich komme zu ihm runter. Unten ist Ju. Guten Morgen. Er verneigt sich in der tiefen Verbeugung vor dir, wirft sein langes Haar nach vorne und dann wieder zurück und sagt, wie Ju versprochen hat, habe ich Informationen für euch. Oh. Aber wir sollten hineingehen. Die sind brisant. Natürlich.
Dann geht er mit dir rein und gehst du mit ihm auf euer Zimmer, also dein zum Tikani. Mhm. Ich wecke auch Tikani, so richtig, richtig nett, freundlich, überbordend. Wisst ihr, wie diese Betreuerin damals bei Jugendfreizeiten, die man so gar nicht leiden konnte um 6 Uhr morgens? That's me right now. Zaya, es ist noch viel zu früh. Aber er hat Informationen. Wer? Er weiß etwas über das Himmelsbison. Wir können die Schriftrollen retten und dann alles andere. Die Schriftrollen retten, ja. Ja, okay, ich komm, ja. Ich will mich langsam aufraffen und ja. Mhm. Rausfallen. Also er macht die Tür zu, geht zum Fenster, macht die Fensterläden zu. Also falls sie nahe aufhören und kommt ganz nah zu der Kranken und sagt, ich konnte eine der Wachen bestechen und sie hat mir etwas erzählt. Was hat sie erzählt? Bezahlen für ihre Unterstützung. Für ihre Informationen. Also es wurde kein Himmelsbison am Himmel gesehen, aber die Wache hat gesagt, sie hat eins gehört. Sie hat vorher schon mal eins gehört und sie hat ein Geräusch gehört, wie ein Himmelsbison. Mhm. Als sie Schicht hatte, Wachdienst hatte, am Palast? Wo ist der Palast? Am Palast von Zhongdu Kangjun, dem Herrscher der Stadt. Dann können wir einfach ihn fragen. Warum? Wie kommen wir in eine Audienz? Klopfen? Ich weiß es nicht, aber der Zhongdu ist ein mächtiger, sehr reicher Mann. Ich verstehe. Man kann nicht einfach mit ihm sprechen. Und der Palast ist beschützt wie eine große Bank, denn es ist eine große Bank dort. Aber unser Anliegen ist wichtig. Vielleicht kann Ju euch Kontakt zu jemandem besorgen, der euch weiterhelfen kann. Allerdings würde das einen kleinen Obolus kosten. Ich würde tatsächlich Shi und Risu wecken. Okay. Und sie quasi in das Gespräch involvieren. Ah, Risu, mein Freund. Guten Morgen. Ich ziehe mein Schwert und halte es ihm an den Hals. Er hat uns du Halsabschneider. Er hat uns die versprochene Information gebracht. Selbstverständlich. Welche Information? Über das Bison. Und welche Information? Wir müssen in den Palast. Dort hat eine Wache ein Himmelsbison gehört. Der Palast ist Zhongdu. Zhongdu. Okay. In meinem Kopf sind 1000 Kieselsteine. Also führst du uns jetzt zu Zhongdu und wir kriegen unsere Antworten. Ich habe einen Cousin, der sich mit Kräutern auskennt. Der kann dir etwas besorgen, das hilft gegen deine Kopfschmerzen. Wie viele Cousins hast du? Naja, Familie Wu ist eine große Familie. Ich merke schon. Mit Palästen kennen wir uns ja aus, nicht wahr? Wir kommen da schon irgendwie rein. Und ich nicke Shizu zu. Nachdem ich nochmal geschlafen habe vielleicht. Brauchst du eine Abkühlung im Gesicht? Hilft das? Weiß nicht. Ich lasse schon so ein bisschen Wasserbändigen aus dem Wasserhahn im Zimmer. Ich mein Kopf ist komplett nass und klitschnass, hockt hier da. Hilft nicht. Es gibt Lärm unten aus dem Schankraum. Er hört laute Stimmen und schwere Schritte, Stiefel.
Scheint ganz schön was los zu sein hier. Ich verzeihe das nicht. Du hört das auch und ihr seht so ein bisschen so, du so aus der Tür so den Gang runter guckst und irgendwie zurückkommt und sagt, das sind Soldaten. Soldaten? Soldaten. Die können uns bestimmt bei unserer Suche helfen. Ja, macht ihr das. Ju geht schon mal. Wenn ihr Ju braucht, findet Ju euch. Und er geht und, also wenn er sich das tut, würde er den Gang in die andere Richtung weglaufen. Jetzt bin ich neugierig, wovor er so Angst hatte. So langsam in die andere Richtung laufen. Wahrscheinlich schuldet er denn auch Geld. Ich gehe mal gucken. Es gibt so einen, man hat so einen Schrapp, 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 als Leute die Treppe hochgelaufen kommen zu diesem Korridor. Und ihr seht, dass da so ein 10er-Trupp Soldaten erscheint. Und die haben so Helme auf mit so Gesichtsmasken, die so ein Gesicht zeigen. Sind in so Metallrüstung gekleidet und haben kurze Schwerter und Schild. Und haben so das Zeichen, das ist eine Gardia mit einem Gong darauf, auf der Brust. Und als sie Tikani, die da ihnen entgegenkommt, sehen, sagen sie, das sind sie, verhaftet sie! Und dann stürmen sie vor. Und hier machen wir den Cut. Wie, wir dürfen uns nicht mal wehren? Die wollen uns verhaften, weil wir die Taverne angezündet haben, oder? Wir? Schon Teil wir. Des Schiffs, Teil der Crew. Yes, das genau. Das ist schon wir, ja. Also ich möchte betonen, dass Zayas Freundlichkeit zu wichtigen Informationen geführt hat. Also man muss dazu fairerweise sagen, Ju hat halt festgestellt, dass man aus euch mehr als nur einmal Geld rausholen kann. Und dementsprechend wird er euch natürlich mehr und mehr helfen, weil jedes Mal gibt ihm Geld. Also, er ist ein einfacher Geschäftsmann. Ja. Richtig, nett, aber ja. Er bringt ja auch Informationen, also macht schon Sinn. Ja, und dann versucht er etwas Neues zu verkaufen und mal sehen, wie das funktioniert. Aber. Sweet! Ich kann nun nicht. Wild! Ich würde sagen, wir hechten alle aus dem Fenster raus, ha? Vielleicht. Hier übers Dach sei er, war da ja schon. Das sehen wir dann bei der nächsten Episode. Mhm. Ob ihr aus dem Fenster rausheftet oder ob ihr gefangen genommen werdet.